Willkommen im Halbfinale der 88.6 Rot-Weiß Rockstage 2021. Hallo, ich bin Alex. Ich bin der Christoph. Hallo, ich bin der Christopher und wir sind Majestät aus Graz. Und wir wollen der Headliner der 88.6 Rot-Weiß Rockstage 2021 werden. Hallo, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Hi, hi. Hallo. Man hat bei euch gelesen, ihr seid alle sehr, sehr erfahrene Musiker eigentlich, aber in der Kombination jetzt noch nicht so lang zusammen. Wie lang gibt es euch jetzt in der Konstellation und wie habt ihr euch jetzt zusammengefunden? Genau, also wir haben uns 2017 gefunden quasi und beziehungsweise habe ich den Alex angerufen, weil ich wollte ein neues Projekt machen. Und so hat das gestartet, wir haben mal Songs geschrieben und uns wirklich Zeit genommen, so 2 Jahre mal wirklich nur Songs zu schreiben, weil es uns einfach wichtig war, gute Songs zu produzieren und die auch wirklich gut zu produzieren. Und waren dann dabei, quasi Shows aufzutreiben und Corona hat es dann 6 Shows zumindest, die wir schon gebucht gehabt haben, im letzten Jahr zunichte gemacht und somit sind wir Jungfrauen, Live-Jungfrauen. In der Konstellation natürlich, genau. Weil ja alle ganz, ganz viel Erfahrung haben und auch schon viel live auf der Bühne waren. Ihr seid sehr breit aufgestellt von den Einflüssen. Erzählt euch mal, was kommt da alles zusammen und vor allem, wie findet sich das dann im Sound von Majestät? Ich finde das prinzipiell interessant, wenn man eine Band hat und man hat unterschiedlichste Musikgeschmäcker oder Einflüsse. Und deswegen habe ich auch gesagt, wie mich der Christoph angerufen hat und gefragt, hey, wollen wir was zusammen machen? Ich habe gesagt, ja, finde ich interessant, weil er kommt eigentlich aus der Metal-Gegend, Hardcore-Metal. Ich komme eher so aus dem punkigen Bereich, Pop-Rock auch und Suppi kommt auch wieder aus dem Metal-Bereich. Und wie wir angefangen haben, haben wir eigentlich nicht gesagt, okay, wir wollen jetzt genau die Musikrichtung machen oder wir wollen genau so klingen. Wir haben einfach angefangen zum Jammen und so ist das Ganze irgendwie ineinander gekommen. Und der Tommy hat noch einen zusätzlichen Schlagzeugstil eingebracht, der das Ganze dann irgendwie zusammengefügt hat und so hat sich das Ganze gefunden. Selber auch beim Hören gar nicht so leicht eigentlich das einzuordnen, aber wo würdet ihr das, wenn es machbar ist, hinordnen? In welche Richtung kann man das eigentlich setzen überhaupt? Es ist gar nicht so leicht. Also ich habe uns die Frage schon sehr oft gestellt. Heavy-Einflüsse schon, also es sind sehr viele tiefe Akkordwechsel drin, gewisse Breakdowns, aber dann geht es auch ein bisschen ins Punkige und dadurch, dass es deutsch ist, erhält sie das Ganze im Refrain wieder und es wird ein bisschen poppiger, also es ist irgendwie sehr interessant. Wir würden Alternativ-Rock sagen. Im weitesten Sinne, ja. Also genau. Das geht sich auf jeden Fall aus. Du hast es gerade so ein bisschen erwähnt, kommt bei euch alles in Jammen zustande oder gibt es auch Songwriting, wo du sagst, nein, da kommt wer einer und sagt, hey, ich hätte eine Idee und dann wird das eigentlich nur mehr vertont? Jammen ist eine Seite, aber der Großteil ist eigentlich schon eher so, dass, also ich habe bei mir daheim halt ein Studio. Und wenn es mir halt gerade danach ist, dann setze ich mich in den Keller, Österreichs Keller halt, haue mal ein paar Ideen rein, mache dann meistens schon ein bisschen Arrangement dazu und dann versuchen wir quasi gemeinsam das auszuformulieren, so wie es sein soll. Wir machen aber zuerst die Musik und dann den Text, muss ich dazu sagen. Also ich schreibe Texte hauptsächlich auf Takt. Also Refrain schon auf Melodie, klarerweise, aber Strophen oft auf Takt. Also das ist schon sehr, sehr getaktet oft. Ist im Deutschen halt auch ein bisschen schwieriger, muss man sagen, weil einfach die Sprache so eckig ist. Ja. Aber das ist eine gewisse Challenge. Nicht alles, was wir tun, nicht alles, was wir sehen, nicht alles, was wir hören, ist pures Gold. Nicht alles, was wir tun, nicht alles, was wir sehen, nicht alles, was wir hören, ist pures Gold. Wie gehst du an die Texte ran? Ist es dann nur noch ein weiteres musikalisches Ergänzungsstilmittel? Textinhalt zweitrangig oder ist es schon auch nochmal, ich habe schon was zu erzählen, also ich möchte auch noch den eigenen Inhalt rüberbringen? Also ich glaube, wenn man die Texte mal genau anhört, weiß man eh, dass ich schon was Ernstes aussagen möchte. Also es sind schon Texte, die mich persönlich berühren, die aus meiner Erfahrung irgendwo herkommen, aber natürlich auch irgendwie musikalisch formuliert werden müssen. Das heißt, jedes Wort passt nicht. Also ich muss auch oft suchen nach einem Wort,
das auch passend ist, aber auch den Kontext von dem, was ich sagen will, auch wieder ausdrückt. Und deswegen Deutsch, weil irgendwie im Englischen kann man sich leicht verstecken hinter Wörtern, hinter Phrasen, die man irgendwie, die der Hörer halt vielleicht, ja, er hört halt drüber, ist halt eher melodiös vielleicht und hört gar nicht auf den Text. Und mir war es einfach wichtig, quasi auch musikalische Herausforderung damit für mich auch zu schaffen. Also vor allem auch natürlich, was du sagst, ist, du gibst ja auf Deutsch dann jedem Zuhörer die Möglichkeit, dass er auch wirklich über das nachdenkt. Das ist beim Englischen nicht unbedingt notwendig, weil das halt einfach sehr vor sich hin tröpfelt in der Melodie, genau, natürlich. Ja. Lang noch am Sänger eigentlich gesucht. Ich war ja gar nicht eigentlich konzipiert als Sänger, okay, sondern als Gitarrist und extrem lang noch am Sänger gesucht und dann bei Zufall einmal ausprobiert. Christoph hat dann Text mitgebracht und es hat dann so gut gelungen und wir haben uns hat's dann wirklich geärgert, dass wir nicht früher wirklich die Entscheidung getroffen haben, weil es ist eigentlich perfekt, muss man sagen. Echt, ja. Aber das heißt, du hast keine Gesangsausbildung dazu? Nein, gar nichts. Also ich habe halt mit 14, 15 zum Musizieren angefangen und habe halt irgendwie so in meinem Kinderzimmer halt angefangen zum Herumschreien und irgendwann ist halt das dann rausgekommen. Ich sage jetzt einmal im Kompliment gemeint. Danke. Überraschend. Danke. Hätte ich mir jetzt nicht Live gedacht. Live klingt es eh komplett katastrophal. Es ist einfach alles hinpitcht und gib ihm. Der Klassiker heutzutage. Ja, so ist es. Aber dann sind wir gerne nämlich bei der Frage, was kann man sich erhoffen, erwarten, weil Sie haben es noch live ausprobieren können, aber was passiert dann, wenn es einmal soweit ist, live auf der Bühne bei euch? Explosion. Keine Ahnung. Also ich bin schon so geil drauf, einfach wirklich live zu spielen, weil es einfach schon so lange wieder her ist. Es ist vor allem auch, wenn man jetzt schon die Sachen aufgenommen hat. Wir haben ja schon bis vor unserem ersten Konzert, das eigentlich stattfinden hätten sollen, haben wir ja ein ziemlich gutes Set beieinander gehabt und wir waren schon richtig bereit. Und dann ist das alles halt kollabiert. Und deswegen haben wir, glaube ich, eine ziemliche Vormotivation für Konzerte. Und das kann uns keiner mehr nehmen. Das ist definitiv das Beste, was man haben kann vor einem Live-Auftritt. Dann wünsche ich euch alles, alles Gute und natürlich alles Gute auch für den Headliner bei der 886 Rot-Weiß Rockstage. Danke für die Einladung, ja. Die 886 Rot-Weiß Rockstage 2021. Wir suchen unseren neuen Headliner aus Österreich.